Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchler und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute bin ich hier mit einem Twink in der Vision von Stormwind und hier gibt es ein Toy, was wir uns einfach looten können. Wir sind nämlich hier auf den Koordinaten 58, 53, quasi hier im ersten Gebiet, also hier starten. Wir müssen einfach nur hier runterlaufen. Das könnt ihr auch so wie ich mit dem letzten Gammel-Twink machen, um nicht euren Progress Run mit Main zu verschwenden. Und dann liegt hier einfach ja, bei diesen Kisten ein Totenkopf rum. Den klicken wir an, looten ihn und haben das Toy. Also es ist tatsächlich kein Aufwand. Theoretisch könnt ihr das auch mit Main machen und 5 Sekunden wasten. Ich mache es aber immer so, dass ich einen Marspull mache und die schon ins nächste Gebiet rüberziehe. Dementsprechend ja, war es hier für mich mit dem Twink tatsächlich eine einfache Sache. Wir schauen uns diesen Schädel auch mal an. Der heißt leeren berührter Schädel. Und was der macht, wollen wir uns jetzt mal angucken. Er werft den Schädel zu einem verbündeten Ziel, um den Spieler, um das Spiel zu beginnen. Wenn er seine leeren Energie abgibt, dürft ihr ihn mit nicht in die Hände halten. Ach so, da müssen wir ein Spiel starten. Okay, aber ich habe jetzt hier keinen anderen Spieler. Also sieht es eher schlecht aus. Vielleicht geht das auch hier mit ihm hier. Nee, okay, also das geht tatsächlich nicht. Schade. Also man müsste quasi einen anderen Spieler haben. Hätte ich jetzt mit zwei Leuten reinqueuen können. Kann ich euch leider nicht zeigen. Ich vermute aber, da die NPCs hier das Spiel spielen, läuft es genauso ab. Also ihr seht schon, die werfen hier den Schädel quasi hin und her. Ganz lustig aus. Und der sieht auch ganz cool aus, der Schädel. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Meine Sanity läuft mir gerade unterm Hintern weg. Deswegen muss ich jetzt hier weiter. Für den Toy Guide war es das jetzt. Und ja, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.